Gut, aber da wir ja jetzt zwischen Mensch und Wolf jederzeit wechseln können, können wir uns auch jederzeit darüber aufregen, dass Wolfling einfach mal nicht in die vorgeschriebene Richtung rennt, sondern einfach abspringt. Okay, ich bin schlecht, was das Steuern von Wolfling angeht, gebe ich zu. Zumindest bei Aufnahme und so kleinen Übergängen. Aber wisst ihr was? Hater gonna hate. And I don't give a fuck. Also, nochmal. Ich hab abgezogen, ein Teil kann ich ja ruhig schnell laufen. Oh nein, jetzt lässt es nicht Nacht werden. Komm schon, dann sehe ich doch gar nichts. So halt, da ist die Brücke. Ziemlich geradeaus laufen. Wunderbar! Einmal kurz Mensch. Mein Gott, ich wünschte, ich könnte im echten Leben auch so wechseln, ey. Das wäre genial. Das wäre genius, wäre das. Einmal gut, da ist der Holzstein. Okay, nochmal hören. Okay. Hell yeah, ich hab's geschafft. Okay, wo ist, da ist er jetzt. Das sieht aus wie ein Stadion oder sowas, wie ein Kolosseum. Nochmal. Ihr könnt ja so toll jaulen. Das sieht irgendwie aus wie Elemente oder so etwas auf den Dingern hinter dem Wolf. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Einmal kurz darauf achten, dass es auf der Karte anzeichnet. Oh, cool. Ort unbekannt. Klasse. Gut, gut. Laufen wir einfach weiter. Der Link ist wirklich 10-mal schneller als Wolf. Oh, wen haben wir denn da? Komm her. Daneben. Aua. Er hat getroffen. Fangschuss und bam. Eine zweite Geisterseele. Jetzt greife ich mir allerdings ein paar Herzen aus. Das ist kein Herz. Auch kein Herz. God damn it nochmal. Warum finde ich jetzt nur Kohle? Und Pfeile. Ach, was soll's. Gut, werden wir mal Mensch, weil Wolf kann ja nicht klettern. Ach ja. Der Himmel sieht eigentlich wunderbar schön aus. Er sieht in der echten Welt gar nicht mehr so toll aus. Er sah mal besser aus. Da ist er. Ich dachte mir schon, dass du langsam kommen müsstest. Du bist doch Sonic, oder? Du kennst sicherlich Thelma. Ich bin schon oft bei ihrem Laden. Man nennt mich Raffler.
Ich habe von dir so einiges über deine Taten gehört. Ich wusste, dass du ein mutiger junger Mann früher, dass ein mutiger junger Mann wie du früher oder später von den Ereignissen der Wüste hören und hier auftauchen würde. Und täusche ich mich? Du siehst irgendwie aus wie einer aus Jack und Dexter. Ich kann mir nicht helfen. Die spitzen Ohren, die großen Augen. Und täusche ich mich? Sonic, wusstest du eigentlich schon? Früher gab es in der Gerudo-Wüste eine Burg, in die zur Höchststrafe verurteilte Schwerverbrecher gebracht wurden. Die Strafe wurde verstreckt, indem die Zauberkraft eines verwunschenen Spiegels sie in die Schattenwelt beförderte. Jetzt ist die Burg verschlossen, auch der Weg in die Gerudo-Wüste ist versperrt. Nun, eine Wüste am Rand der bekannten Welt. In dieser Wüste befindet sich jener Spiegel und die Rachegeister der Verurteilten. Ich denke, das Unheil, das über Hero gekommen ist, hat in jener Wüste begonnen. Deshalb will ich sie genau untersuchen. Und du, Sonic Shadow Fusion? Was planst du jetzt zu tun? Willst du etwa selbst in die Wüste gehen und die Zustände dort mit eigenen Augen sehen? Logisch. Muss ich ja wohl. Ja, wirklich? Nun, dann werde ich dir helfen, soweit es in meinen Kräften liegt. Bitte übergib dies Tobi. Er betreibt einen Freizeitpark am Eliasee, nicht weit von hier. Rafflers Notiz. Sie ist für Tobi bestimmt, den du am Eliasee findest. Oh ja, ich weiß schon, wie man sowas benutzt. Es gibt diesen Menschen, Tobi heißt er. Ich habe ihm einmal sehr geholfen, er steht tief in meiner Schuld. Überlass das Weitere ihm. Er wird alle nötigen Schritte in die Wege leiten. Oh, 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 wir haben Beziehungen, wie es ausschaut. Gut, und da ist Tobi. Nicht weit von hier. Naja, warum klettern? Man kann springen. Ich kann jederzeit A drücken, um zu greifen. Cool. Das könnte man in Windbreaker irgendwie nicht. Ich hab's ehrlich gesagt aber auch noch nie ausprobiert in dem Spiel. Wie auch immer, eigentlich war's das jetzt. An dieser Stelle ungefähr hört die verhauene Aufnahme auf. Ich war also eigentlich viel zu schnell. Allerdings ist dieser goldene Wolf in der verhauenen Aufnahme, glaube ich, auch ganz woanders gelandet als normalerweise. Also als in diesem Teil. Allerdings glaube ich das nur, ich bin mir nicht sicher und ich schätze mal, ich irre mich sowieso nur wieder. Also dann, der frisch gewaschene Link. Muss jetzt erstmal irgendwie an Land. Ich werde mir nicht anschauen, was Tobi eventuell sagt. Denn, weil das würde dann Spoiler sein für die nächste Aufnahme, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte jedes Mal, wenn ich blind spiele, vermeiden, dass ich irgendwie vorgreife. Auch weil ich das bei Sonic Colors nun bravourös eigentlich total verhauen hatte. Ich hätte das Spiel am Ende schon durch, bevor ich es überhaupt selber die Story aufgenommen hatte. Was aber war das Aufnehmen nicht so viel Spaß gemacht hat, als das ganz normale Zocken. Ich weiß auch nicht warum. Ich gehe in die heilige Lichtfestquelle und lasse mir nochmal die AP aufstocken. Santo ist da bestimmt nicht mehr. Ne. Gähnende Leere. Oh, aber eine Kiste. Möchte ich ja wohl haben. Okay, das hätte ich mir denken können, aber das Ding ist es nicht wert, in eine Kiste gepackt zu werden. Also mal gucken, ob ich das Spiel buggen kann, indem ich einfach die blaue Suit jetzt anziehe. Nö, natürlich nicht. Mal sehen, wie viel da vorne drin ist. Ja, das war klar. Wisst ihr, die Dinger passen nicht mehr in meine Rubintasche, aber ich sammle sie einfach ein. Welche Logik steckt dahinter? Na, wie auch immer. Ich gehe jetzt... Quatsch. Moment. Ja. Ich wechsle wieder zurück zum grünen Anzug. Steht Link viel besser.
Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Projekt ist schon fertig aufgenommen, wenn ihr das seht. Es wird sehr wahrscheinlich unter Part stehen oder so. Also dann, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Twilight Princess. Bis dann.